Liebe Kunstfreunde, das Museum Ostwall im Dortmunder U hier hinter mir zeigt im Rahmen der Ausstellung Fluxus Informationen und Relikte vergangener berühmter Performances und Happenings. Wir versuchen uns heute an einem Remake eines solchen Happenings, nämlich der Papierflieger von Milan Knischak. Maika Letizia Wolf ist Kunstvermittlerin am oder im Museum Ostwall, Ich glaube, es ist eher im. Im Museum, bei diesen Temperaturen sowieso besser im Museum. Wir versuchen heute ein Remake eines berühmten Happenings. Worum geht es genau bei dieser Performance? Also es geht um die Papierflieger von Milan Knižak. Mhm. Und 1962, also quasi genau in der Fluxuszeit, hat Milan Knižak vor der Prager Burg mit seinen Freunden Papierflieger gebastelt, Botschaften darauf geschrieben mit Aufforderungscharakter. Botschaften sollten auf Papierflieger geschrieben werden. Die 60er Jahre in Prag, da denke ich natürlich, das waren bestimmt hochpolitische Botschaften und Aufforderungen, oder? Nee, das waren es nicht unbedingt. Das waren ganz alltägliche Aufforderungen, sowas wie schneide Löcher in deine Kleidung oder schaffe dir eine Katze an. Also im Prinzip gar nicht politisch brisant. Aha. Und wie haben die Leute darauf reagiert? Sind die von der Kunst sofort so ergriffen worden, dass sie sofort in die nächste Zoohandlung gegangen sind und da Löcher in eine Katze geschnitten haben? Oder, Ja, ganz so war das wahrscheinlich nicht. Aber vor allen Dingen die Freunde von Milan Knižak, die da mitgewirkt haben bei dieser Aktion, werden natürlich bestimmte Aufforderungen aufgeführt haben, wie zum Beispiel schneide dir Löcher in deine Kleidung. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir mit unseren Aufforderungen auch weiterkommen. Die fliegen auch schön. Wunderbar. Oh, die fliegen ja gut, ey. Werden Sie Teil der Kunst, meine Damen und Herren? Nehmen Sie teil an einem einzigartigen Happening heute hier auf diesen Stufen? Die werft ihr gleich runter, aber vorher schreibt er da noch eine Botschaft drauf. Und zwar eine Botschaft für jemanden, der den findet. Darf ich Sie fragen, was Sie schreiben? Ich schreibe, schreie ganz laut, hey, ja, BVB. Ah, sehr, sehr gut. Was hast du geschrieben? Sieht dein Handschuh aus? Ich habe geschrieben, lauf im Kreis. Okay. Schmeiß deine Kippen weg. Das ist eine gesundheitspolitische Dimension Ihrer Aufforderung, ja. Darf ich fragen, was Sie geschrieben haben? Ja, sicher. Lächel und klatsch in die Hände. 10-mal Kniebeugen. Bitte schreibe ich dahinter, ja? Springe auf einem Bein. Springe auf einem Bein. Singe laut ein Weihnachtslied. Hervorragend. Ja, wenn sich eben keiner der Passanten bereit erklärt, dann. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Oh nein, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin schon fertig. Darf ich fragen, was Sie geschrieben haben? Einmal laut lachen. Einmal laut lachen, ja. Guckt mal alle, damit es auch jemand macht. Aufgepasst! Oh, mein Gott! Los, aufheben! Ey du, nimm den Flieger! Gut. Nimm den Flieger und schaut da rauf! Greifen Sie ruhig zu den Botschaften! Wie ist die Botschaft? Schnapp dir einen Schneeball und wirf ihn. Würde ich mal anders ab, okay. Ja, Schneeball. Sehr gut. Super, das ist Kunst, großartig, vielen Dank. Fang laut verrückt an zu lachen. 3, 2, 1. Da steht im Kreis hüpfen drauf. Soll ich hier im Kreis laufen? Alles klar, mach ich. Ja, um uns rum, einmal um uns rum, Ganz toll, ich laufe. Das ist Kunst. Großartig. Darf ich den mitnehmen? Sie dürfen den mitnehmen. Ah, danke schön. Vielen Dank. Was steht da drauf? Was? Singen, lachen. Ich kann kein Lied singen. Sing doch mal. Zusammen. Wir singen zusammen. O du Fröhliche, o du Selige, Gnade.